Hallo ihr Lesereiten und willkommen zu einem Video über meine angefangenen Buchreihen. Willkommen zum nächsten Video aus meiner Videoreihe Meine angefangenen Buchreihen. Hallo ihr Leseratten, es wird wieder Zeit für ein Buchreihenvideo. Das ist lange, lange her. Das ist auch eines der Videos, die ich immer vor mir hergeschoben habe, aber im Kopf hatte, beziehungsweise auch immer in meinem Contentplaner immer weitergeschoben habe. Und ja, heute geht es um die Krimis, der dritte Teil der angefangenen Krimis. Ich habe meine Liste hier, das heißt, ich habe einige E-Books und auch ein Hörbuch. Und der Rest liegt hier auf meinem Schoß und wird so gezeigt. Ansonsten würde es hier natürlich einblenden, wie gehabt. Das erste ist direkt ein E-Book und zwar Darcy, der kleine Kater, und zwar Glückskater im Buchladen, ist Band 1 von Gesine Schulz. Hat mir ja ganz gut gefallen und von daher würde ich da auch gerne weiterlesen. Die Frage ist halt, gerade bei E-Books, ich sehe sie einfach nicht. Ich habe sie ja nicht auf dem Schirm. Das heißt, ich würde gerne irgendwann mal wieder diese Buchreihenvideos machen, was ich als nächstes lesen soll oder welche Buchreihe ich als nächstes weiterlesen soll zum Beispiel. Das heißt zum Beispiel, das ist ja das, darum geht es ja. Da würde ich auch gerne wieder mal ein Video machen, aber das dauert wahrscheinlich noch ein Momentchen, weil gerade neu kaufen ist ja gerade... sollte gerade hinten anstehen. Gut, als nächstes habe ich hier den ersten Teil, oder eigentlich Band, die Vorgeschichte, deklariert ist Band 21 von Julia Durand, die junge Jägerin von Andreas Franz bzw. Daniel Holbe. Das hatte ich ja gehört, gar nicht langer Zeit. Und ist der erste Julia Durand Buch, das erste Julia Durand Buch. Ich habe aber den regulären Band 1 auch hier und noch ein paar andere. Das heißt, mein Vater hat auch noch ein paar. Aber ich glaube, er hatte eher als, ich weiß gar nicht, überhaupt doch ein paar müsste er auch als Printbücher haben. Aber die meisten hat er als E-Book gelesen. Werde ich dann mal schauen, wenn es soweit ist. Aber ja, da könnte ich im Prinzip noch eine ganze Menge lesen. Da war mir die Protagonistin ja in dem Band zumindest sehr unsympathisch. Ich hoffe, dass es sich in den nächsten Bänden legen wird. Ansonsten ist es prädestiniert zum Aussortieren. Schade, aber ja, das war so ein bisschen... Aber wir werden sehen, wie sie sich entwickelt. Wie gesagt, das ist die Vorgeschichte, das ist ihr erster. Sie ist dann nicht bei der Mordkommission und. Von daher gucken wir mal. So, dann habe ich hier den ersten Band von wie heißt er denn? Von Konstantin Dünfort von In den Löning. Lönig, ich sage immer falsch, der Sünde soll, habe ich auch schon ewig hier. Steht überhaupt ein Datum dran? Wahrscheinlich steht da noch gar kein, nee, oder? Nee, warum ist denn da ein Klebchen drin? Das habe ich doch gelesen. Ist ja irreführend. Das habe ich definitiv gelesen. Oder? Eigentlich ja. Ich bin mit Sicherheit gelesen. Muss ich, werde ich gleich nochmal nachgucken, aber ich denke, das habe ich gelesen. Ich bin gerade völlig verwirrt. Aber ich glaube schon. Oh Gott. Ich habe mir drei Bücher von der Reihe hier und ich denke, den ersten habe ich gelesen. Ich habe nicht vergessen, das Klippchen rauszumachen. Hey, verwirrend. So, dann habe ich hier stellvertretend für die gesamte Reihe. Ich habe beim 3, das ist der kleinste Band, den ich bisher gelesen habe, also beim 1 und 2 fehlen mir. Wahrscheinlich sind sie hier irgendwo, aber die sind halt nicht durchnummeriert oder sonst irgendwas sortiert nach Reihe, sondern nach Autoren. Und zwar Die Tote in der Bibliothek, der dritte Band von Miss Marple. Genau, das fand ich auch richtig, richtig klasse. Und ja, ich freue mich auf weitere Bände. Ich habe schon ein paar gelesen, aber ich glaube, das war tatsächlich die erste, die ich dann von ihr, also von Miss Marple, gelesen hatte. Dann eine Reihe, die ich schon lange, lange, lange weiterlesen wollte. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Bände es gibt. Also es gibt mindestens noch einen zweiten Band, sonst wäre es ja keine Reihe. Aber ich fand diesen ersten Band so verdammt lustig. Und ja, wir sind immer bei Krimis, aber dieses Buch war so unfassbar lustig und so unfassbar gut. Und zwar die Reihe von Peter Heilands, der Heckenschütze von Felix Hubi. Hier geht es ja um einen Schwaben, der nach Berlin kommt. Und das ist schon der Hammer. Aber es war, wie gesagt, so unfassbar lustig, dass diese Kriminalgeschichte so eher... Ja, sie war da und sie war auch gut. Aber dieser Humor, der mitgespielt hat, das war einfach so, so toll. Und irgendwann brauche ich unbedingt Band 2. Dann ein... Ich habe was vergessen. Dazwischen drin kommt noch ein Hörbuch eigentlich. Egal.
Machen wir jetzt das Hörbuch und zwar Schweig still, mein Kind von Petra Busch. Es ist der erste Band von der Moritz-Erlin-Spielreihe. Das hatte ich gehört, habt ihr auch noch 3 Sterne gegeben, aber kann sein, dass es da noch wäre wegen Hörbuch. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, weil ich ja Hörbuch da noch nicht so gerne gehört habe. Es spielt in Freiburg, das weiß ich. Oder bei Freiburg oder um Freiburg herum. Egal. Und auch da würde ich gerne nochmal die nächsten Bücher mir anschauen und gucken, ob die auch was für mich sind. So, kommen wir nun zu dem, was ich in der Hand habe. Das ist der erste Band der Rona McLeod-Reihe. Und zwar Duft des Todes von Lynn Anderson. Auch das fand ich ziemlich gut und auch da würde ich gerne weiterlesen. Ich habe Band 2 noch nicht hier. Ich glaube, Band 2 liegt hier auf meiner Wunschliste. Genau. Dann kommen wir zu einem weiteren, ja, einer Reihe, die mich quasi zu den Krimis gebracht hat. Denn ich glaube auch, ich habe Band 3, nicht 4, Band 3 da zuerst gelesen. Und es war, glaube ich, es war mein erster Krimi überhaupt, den ich gelesen habe, abgesehen von TKG und überhaupt, also so Jugendsachen, Kindersachen, aber der erste wirkliche Erwachsenen-Krimi. Und hier ist natürlich das Band 1, und zwar das Weißkleid des Todes von Julia Spencer Fleming, die Russ Van Alstyne und Claire Ferguson-Reihe. Eine absolut geniale Reihe. Ich finde sie großartig. Ich glaube auch, ich habe inzwischen 4 Bände gelesen. Beim 4. bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob ich den schon gelesen habe. Das werde ich nochmal recherchieren. Es gibt insgesamt 9 Bände, aber leider nur 6 auf Deutsch. Was ich immer noch sehr ärgerlich finde, wenn Reihen nicht weiter übersetzt werden. Ja, aber zumindest hätte ich noch 2 weitere Bücher, die ich mir dann irgendwann kaufen kann und in mein Regal stellen kann und lesen kann. Und ja. Die Frage ist nur wann, ne? Logisch, wie immer. Dann ein Buch, was mir auch richtig... Stopp. Es kommt erstmal ein E-Book dazwischen. Wo ich aber auch noch Printbücher hier habe von der Reihe. Aber das ist die Vorgeschichte, die habe ich nur als E-Book. Die gibt es auch nur als E-Book. Und zwar Sabine geht von Daniel Holbe. Das ist die Vorgeschichte oder die Dazwischenband eigentlich sogar, glaube ich, könnte sein. Sag schon. Sabine Kaufmann und Ralf Angersbach. genau. Und in dem Buch, was ich gelesen habe, kommt Julia Durand nämlich auch vor. Es kann also sein, dass das so ein Zwischenband zwischen beiden ist, weil das die Vorgeschichte an sich hätte man weglassen können. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ab wann Sabine bei den anderen Büchern auftaucht, also bei den Julia Durand Büchern, und ab wann sie dann geht. Ob das dann irgendwie auch thematisiert wird und so weiter und so fort. Darauf bin ich sehr gespannt. Ja, mal gucken. So, aber wie gesagt, von der Reihe habe ich dann auch noch ein weiteres Buch gelesen. Oder habe ich es gehört? Ich glaube, ich habe es gehört, genau. Aber ja. Genau, dann habe ich hier noch das letzte Buch und das ist Nacht ohne Angst von Angelique Mund. Ein richtig gutes Buch. Es spielt in einer Psychiatrie, was ich immer schon als Setting toll finde. Und auch das Buch war richtig toll und ich möchte gerne unbedingt weiterlesen. Auch wenn man Sachen immer nicht mehr auf dem Schirm hat. Also ich hätte die Reihe zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also als ich jetzt diese Auflesung gemacht habe. Ja, aber das war wie gesagt auch richtig, richtig toll. Das ist der erste Band der Tessa Ravens Reihe. Alles wieder wie gehabt in der Infobox verlinkt, falls ihr euch näher dazu anschauen wollt. Und ansonsten war es das mit dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Bye bye.